Gott zum Gruße. Mein Name ist Christian Schlegel und heute ist der 19. Oktober 2020, 17.45 Uhr. Heute vor 23 Jahren gab es den Crash in Amerika. Mit 22% wurde der Dow Jones in einer Sitzung mal durchgereicht. Ich war dabei auf dem Parkett. Das war super spannend, sehr, sehr lehrreich. Aber es ist jetzt auch schon 3 Dekaden her. In diesem kleinen Clip will ich keinen Crash versprechen, sondern mit euch das Gold durchgehen, denn da steht eine Bewegung bevor. Vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag. Ich habe jetzt hier mal ganz banal angefangen mit so einem kleinen Trend, den wir haben von Anfang August. Ja, da waren wir also deutlich über 2000. Auf einmal hieß es hier schon, Gold geht auf 5000, was ich das gelesen habe, sensationell. Und wir haben dann das untere Band, hat die Richtung geändert, wir haben dann eine leicht korrektive Phase gemacht. Ich mache es nochmal ein bisschen deutlicher, indem ich einfach mal hier die Fibos anlege, dass ihr mal seht, wo wir uns befinden, rein von den Fibos her. Wir haben also korrigiert auf das 50er, ein bisschen durchschlagen, aber das 61er schlicht mal ignoriert. Jetzt haben wir hier diesen Trend. Ich mache es jetzt ein bisschen größer, damit man es besser sieht und färbe wieder die Ränder der Bänder ein. Die Bänder sind sehr eng und laufen mit guten Chartpunkten, wie zum Beispiel hier das untere bei 1860, hier mit den Kursen zusammen. Und oben ist es die 1929, läuft mit dem Zwischenhoch vom 12.10. zusammen. Also, wir sind von den Bändern her eigentlich neutral. Wir handeln etwas über 10, etwas mehr über der 20-Tage-Linie. Aber wie gesagt, die Bänder sind eng. Rein vom Chart her ist dieser Downtrend, den wir haben, diese Trendlinie sehr wichtig. Und diese im Moment bei 1918 sind wir heute genau dran gelaufen. Der nächste Punkt ist der hier oben drüber bei 1933. Ich behaupte, unabhängig jetzt von der Technik, kommen wir gleich drauf, wenn wir schaffen, bis zu einem Schlusskurs von 20 Uhr, sowohl den Trend als auch das obere Band und diesen Punkt bei 1933 zu brechen, steht innerhalb kürzester Zeit hier die 2 wieder davor. Ob wir jetzt ein neues All-Time-High machen, weiß ich nicht, aber es steht die 2 für 2000 davor. Das kann eine sehr schnelle, markante Bewegung sein, was auch immer das auslöst. Wir haben auf der anderen Seite hier einen recht schicken Support bei 1850. Das ist der erste, das ist leicht unter dem unteren Band. Ich hatte im letzten Film immer wieder von der 1817 gesprochen. Die kommt hierher, sowohl vom Chart als auch vom 61,8er Retracement. Wir sind vom MACD her neutral. Ist ja auch kein Trend vorhanden. Das war ja nur eine leichte Korrektur jetzt hier über mehrere Monate. Die Stochastik ist auch völlig neutral. Es gibt kein aktuelles Signal. Die Chartpunkte, also hier 1933 und 1850, sind definitiv wichtiger. Jetzt die Frage. Ich behaupte, er macht eine größere Bewegung, steht bevor. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass das Hohe darunter geht? Und da habe ich dann hier über die Stochastik bekomme ich ein sehr schönes Kaufsignal im Wochenchart. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Mal schauen hier. Das MACD ist noch nicht bereit. Wir haben längere Histogrammbalken. Das ist noch nicht bereit. Aber der hier als schneller Trading-Indikator neigt sein Haupt nach oben und schaut nach Norden. Ich mag das. Ich gehe mal zurück auf den Tag. So, und ich habe euch ein paar Scheine mitgebracht. Wenn das passiert, was ich präferiere, dass wir sowohl diesen Trend brechen, als auch den Freund hier brechen, damit auch das obere Band, muss ich keinen Schein suchen, der irgendwo hier unten ist. Da gehe ich knallhart dran, indem ich mir sowas suche wie alles unter 1878, unter diesem letzten Mini-Verlaufstief. Und ich habe den hier gefunden. Den da. Ne, wo ist er denn? Hier. Den 1843,57, ein Open-End-Schein, im Moment mit einem Hebel von 30,5. Das ist von Goldman die Kennnummer GC9GZP. Wer sich jetzt denkt, was hat denn der Schlegel für einen nassen Hut auf? Spinnt der oder was? 30er Hebel, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Nee. Der kann natürlich auch seine Basis hier drunter suchen, unter der 1847. Und da bietet sich sowas an, 1833. Ist aber auch ein 26er Hebel. Und das ist ebenfalls ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GC9
DTW, Dora Theodor Waltraut. GC9 Dora Theodor Waltraut. Der ist ein bisschen weiter weg, ist ein bisschen, wie ich das immer nenne, gemütlicher. Von dem Putz her. Tja. Also, wenn das hier gebrochen wird, glaube ich an eine schnelle Bewegung. Deswegen wäre mir das alles hier zu heiß. Da muss ich sowas hier nehmen. 2015 und höher. Gucken, was wir da finden. Da müssen wir den Hebel ein bisschen zurücknehmen. Hier sowas ist auch noch zu viel. 21. Gehen wir mal auf so einen 19er Hebel. Reicht nicht. Reicht nicht. Ja, sowas hier. 2022er. Das ist ein 16er Hebel. Ebenfalls ein Open-End-Schein. Und hier ist die Kennnummer GF4H1G. Gustav Friedrich 4, Heinrich 1, Gustav. Ich präferiere tatsächlich nach dieser langen Seitwärtsbewegung oder leicht korrektiven Bewegung, präferiere ich den Weg nach oben. Also ich wäre zusehends positiv für das Goldige und wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.